Sie haben für Aufsehen gesorgt mit einem Satz, der lautet: Der Holocaust ist die größte und nachhaltigste Lüge in der Geschichte. Wie meinen Sie das? Naja, das habe ich natürlich auch etwas in Anlehnung an Faurisson gesagt, an den Robert Faurisson, der als einer der ersten ja nach diesen Gaskammern gesucht hat in den Konzentrationslagern und keine gefunden hat. Und ich meine es in dem Sinne heute, es gibt, glaube ich, keine Lüge, die nachhaltiger und verändernder gewirkt hat, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern beinahe weltweit, als dieser Holocaust. Ich müsste sehr suchen, um etwas Entsprechendes zu finden. Weil er nicht so stattgefunden hat, meinen Sie? Ja, also wenn es nicht geht mit Zyklon B, was gesagt wird, wenn es keine Gaskammern gab, was sehr viele inzwischen sagen, dann muss die Frage beantwortet werden, wo denn dann die 6 Millionen? Das habe ich 5 Jahre systematisch gemacht mit Freunden, keine Antwort bekommen, aber nicht eine. Dann habe ich dem Justizminister geschrieben, das ist die Situation, können Sie jetzt bitte eine öffentliche Gegenüberstellung der Befürworter und der Gegner machen? Keine Antwort. Dann habe ich ihm geschrieben, ja, wenn Sie mir dazu keine Antwort geben, dann bleibt nur die Konsequenz, die zu ziehen ist, und der Schluss, den Holocaust gab es nicht. Und dann ist er wirklich die größte Lüge, die es jemals gegeben hat. Weil es gibt doch Juristen, die sagen, die ganze Nachkriegspolitik bricht zusammen, wenn das in Frage gestellt wird. Deswegen wird es ja auch so vehement verteidigt, logischerweise. Das ist natürlich ein für den Normalbürger heute ein Schlag ins Normalbürger Gesicht. gerade ein Schlag ins Gesicht. Genau, Klar. jeder hat es so gelernt. Der Holocaust hat stattgefunden, hat mit 6 Millionen Toten stattgefunden. Können Sie noch mal sozusagen in wenigen Sätzen erläutern, warum der Holocaust für Sie die größte Lüge der Geschichte ist? Ja, weil es die nachhaltigste ist, weil sie am meisten Auswirkungen hat. Und wenn man keine Antwort bekommt, auch nicht vom Zentralrat der Juden in Deutschland, den ich mindestens 4-mal deswegen angeschrieben habe, wo die denn umgebracht worden sind, dann ist das eigentlich eine Antwort. Und die zweite Antwort ist, wenn man ein Gesetz braucht, was es festschreibt und unter Strafe stellt, wenn man es offen erforscht, dann ist das das nächste Problem, nicht? Aber Denn die die Frage. Wahrheit braucht keinen. Also ist es, daraus wird deutlich, dass da was nicht stimmt. Und wenn man dann sieht, was alles darauf aufgebaut worden ist, und dann sagen die Juristen einem sogar, die ganze Nachkriegspolitik bricht zusammen, wenn das in Frage gestellt wird, dann ist eigentlich ziemlich klar, dass es die größte ist und die größte Unwahrheit, wenn man keine Antwort bekommt und Auschwitz nicht aufrechtzuerhalten ist. 70 Jahre danach, nach dem Holocaust, könnten Sie natürlich jetzt sagen, Sie verbringen hier einen geruhsamen Lebensabend. Was treibt Sie an? Ja, eben diese Widersprüche, die das Leben der Menschen belasten. Und, das muss ich auch noch hinzufügen, es ist ja die Angehörigen meiner Generation, die furchtbar gelitten haben. Alles, was gesagt wird an Schrecklichkeiten, wird ja nur im Hinblick auf andere gesagt. Es wird aber nicht davon gesprochen, es gibt auch keine große Gedenkstätte, dass man 15 Millionen Ostdeutsche, dazu gehöre ich auch, vertrieben hat. Das ist die gesamte Bevölkerung Skandinaviens. Stellen Sie sich mal vor, das würde alles, kriegt einen Zettel an die Tür, morgen bis dann und dann muss das Haus verlassen haben, Schlüssel muss außen stecken bleiben, es darf nichts mitgenommen werden außer 20 Kilogramm. Und die kamen dann und davon wurden 2,5 bis 3 Millionen wirklich bestialisch ermordet, zu Tode vergewaltigt, mit Panzern überrollt und so weiter. Und selbst Konrad Adenauer sagt in seiner ersten Bernauer Rede, 40, ganz kurz nach Gründung der Bundesrepublik. Wir haben viele Probleme, aber das größte Problem sind er sagt 14 Millionen, das meint er von den Amerikanern zu wissen, 14 Millionen Vertriebene, von denen 6 Millionen nie angekommen sind. Die sind gestorben und verdorben. Sagt merkwürdigerweise auch 6 Millionen. Heute wissen wir eigentlich, dass es wahrscheinlich 3,5 waren oder 2,5, das ist nie ganz genau zu ermitteln, die nicht angekommen sind. Aber vielleicht hat Adenauer ja doch recht und wir wissen nicht genau, das ist ja, ging ja alles drunter und Kann drüber. man, glaube ich, nicht mehr Kann man wirklich. ganz, aber jedenfalls war es nicht, wie in Dresden heute gemacht wird, 25.000 Opfer. Dann heißt das, dass Dresden praktisch leer war.
Nicht? Also das ist eine solche Lüge, die auch nicht mehr zu überbieten ist. Nicht? Denn die Dresdner selber haben mir gesagt, nach der Wende habe ich mich angefragt, was sagt man in Dresden, wie wir sind umgekommen. Ja, 235.000 etwa nimmt man an. Aber es können doch viel mehr sein, weil die noch unter den Trümmern liegen. Und dann 15 Jahre später, nachdem ich gehört hatte, dass da eine neue Historikerzunft dran arbeitet, habe ich nochmal in der gleichen Stelle angefragt. Und die haben die gesagt, ja, die haben jetzt 35.000, aber wahrscheinlich kommen sie auf 25.000. Naja, es gibt also verschiedenste Lügen auf verschiedensten Seiten, nur die andere ist gewichtiger. Und jetzt hat mich natürlich eben vor allen Dingen damit praktisch eigentlich veranlasst, wenn wir in eine Zukunft wollen, die menschengemäß und erdengemäß ist, dann können wir das nicht mit Lügen. Dann brauchen wir ein tragendes Fundament, auch die Völker miteinander. Und das tragende Fundament kann nur Wahrheit sein. Und deswegen muss diese Frage aufgearbeitet werden. Und das Verrückte ist, je mehr Sie danach fragen und versuchen, Boden unter die Füße zu bekommen, desto größer werden die Fragezeichen. Und was machen die Gerichte? Die haben dann eben ihr Unwissen, muss ich eigentlich sagen, versteckt hinter dem Wort offenkundig. Und das hängt zusammen mit diesem Paragraph 130, Volksverhetzung, der 1994 formuliert worden ist, als Gesetz dem Bundestag vorgelegt worden ist. Und die Abgeordneten haben gesagt, nein, das geht nicht. Der ist unvereinbar mit dem Artikel 5, Meinungsfreiheit, Freiheit der Forschung. Und dann sind die so bearbeitet worden, dass in der zweiten oder dritten Lesung, das kann ich jetzt nicht genau sagen, das könnten Sie ja nochmal recherchieren, da haben die dann mehrheitlich dem Paragraphen zugestimmt. Und dieser Paragraph, der ist schon sprachlich ein Unding. Der heißt nämlich, mit 5 Jahren Gefängnis oder Geldstrafe wird belegt, wer, und dann kommt so ein Hinweis auf ein Völkerrecht, begangene Verbrechen des Nationalsozialismus billigt, leugnet oder verharmlost in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Also erstmal heißt es begangene Verbrechen des Nationalsozialismus. Es kann nicht gemeint, geglaubt, behauptet werden. Es muss eine Tatsache sein. Diese Tatsache ist aber inzwischen sehr umstritten. Also da fällt es schon weg. Das nächste, billigen, das größte Verbrechen, was die Menschheit je begangen hat, das soll ja der Holocaust sein, wird doch kein Mensch billigen, wenn es eindeutig ist. Sondern man erlebt doch eigentlich immer, selbst wenn es nur ein schwerer Verkehrsunfall ist oder ein Mord, das sagen die Mehrzahl der Menschen, ganz strenge Strafe, nicht? Die Menschen wollen immer eine strenge Strafe, aber die billigen das doch nicht. Also das ist sehr vage. Dann war ich ja im Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wegen des Kollegiums. Da ging es dann um das Wort leugnen. Und da sagte gab der Richter zu, der Vorsitzende Richter, es waren 5 Herren, ja, dann müssten wir Ihnen eigentlich nachweisen, dass Sie davon überzeugt sind, dass es den Holocaust gegeben hat. Denn leugnen heißt ja, das hatte ich vorher schon gesagt, etwas wider besseres Wissen behaupten. Das hängt mit Lügen zusammen, das Wort leugnen. Wenn Sie mich also anklagen, ich hätte das geleugnet, müssten Sie, da hat der Richter völlig recht, mir nachweisen, dass ich daran glaube. Das Gegenteil tun Sie aber bei der Anklage. Also das fällt in sich zusammen und verharmlosen sagt er ja, das ist eigentlich nicht ganz einzusehen, dass das strafbar sein soll. Gut. Und jetzt ist es aber nun nicht so, dass jedes Leugnen oder jedes Verharmlosen eine Strafe nach sich zieht, sondern nur, das schreiben Sie erst zu Ende, wenn es geeignet ist, wenn es geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Und das sagt das Bundesverfassungsgericht völlig zu Recht, 2009 in dem berühmten Wunsiedel-Urteil. Das ist eine Vermutung. Wer sagt denn, ob es geeignet ist? Woher wissen wir denn das, ob der Satz geeignet ist, der irgendwo steht? Den öffentlichen Frieden, was ist denn eigentlich der öffentliche Frieden? Das sind alles Vermutungen. Wenn das der einzige Punkt ist, aufgrund dessen die Aussage strafbar ist, und das ist eine Vermutung, sagt das Bundesverfassungsgericht, ist das Ganze nicht justiziabel. Und der Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung hat dann ja sogar geschrieben, damit wird der Holocaust, dieser Paragraph 130, zu einer leeren Hülle, die nicht mehr juristisch verwertbar ist. Aber noch ist sie im Bundestag nicht gestrichen.
Aber das ist eben ein solches Unding, dieses Gesetz. Und man merkt daran richtig, wie die Abgeordneten zerstritten und mit sich selber im Unreinen waren. Und dann haben sie so ein abenteuerliches Sprachgebilde da gemacht, was alles nicht vorne und nicht hinten nicht stimmt. Und danach haben sie zum Beispiel einen Germa Rudolph, einen Chemiker, der eine chemische Substanz untersucht. Und das Ergebnis passte nicht in die politische Welt. 3,5 Jahre ins Gefängnis gebracht. Und Horst Mahler 12 Jahre. Mhm. Nicht? Auf so einem Gesetz. Und das muss doch eigentlich jeden Menschen innerlich aufrühren. Und auch wirklich zweifeln an einem sogenannten Rechtsstaat, der so etwas zulässt. Und das ist wirklich etwas, was mich ganz stark natürlich dann angeregt hat. Weil ich will einen Rechtsstaat. Ich will keinen Unrechtsstaat. Ich will keinen Staat, der dauernd von Recht und so weiter redet, von Meinungsfreiheit, jetzt wieder in Frankreich, nicht? Und das Gegenteil macht. Das ist die Situation, die eigentlich mich am meisten aufregt. Mhm. Dass es eben meine Generation ist, die so Furchtbares erlitten hat. Wirklich. Und kein Mensch redet darüber. Man redet nur von den 6 Millionen Juden. Kein Schulkind weiß das, wie viele Vertriebene umgekommen sind. Die wissen noch nicht mal, dass Breslau mal eine deutsche Stadt war. Das ist doch unerträglich. Das heißt, Sie gehen da auch ganz offen mit um, dass Sie sagen, natürlich. Der Holocaust hat so nicht stattgefunden. Nein, hat so nicht. Und dann sage ich außerdem noch, das habe ich auch ins Internet gestellt, das heißt doch aber nicht, dass ein einziger Revisionist jemals gesagt hätte, es hätte keine KZs gegeben. Es hat natürlich Konzentrationslager gegeben und da sind auch schlimme Sachen passiert. Und es hat sogar 4 KZ-Kommandanten gegeben, die von einem SS-Gericht belangt worden sind, weil sie eben nicht entsprechend den Befehlen, in den Kommandanturbefehlen, sich mit den Inhaftierten befasst haben, sondern weil sie die geschlagen haben oder einige sogar erschossen haben und so weiter. Und das war aber streng untersagt und 2 sind hingerichtet worden. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Das weiß ich nicht von den Juden, die uns anklagen. Das weiß ich von den Revisionisten. Das haben die herausgefunden, dass es das gab und dass die SS wirklich strengstens gegen die vorging. Also niemand von uns würde sagen, das hat es nicht gegeben. Natürlich hat es das gegeben. Und im Krieg werden immer die negativen Eigenschaften, in jedem Menschen sind die ja auch, hervorgerufen und befördert. Und insofern, aber das hat doch nichts damit zu tun, dass ein singuläres, einmaliges, größtes Verbrechen von den Deutschen begangen worden sei. Das muss man doch im Kontext sehen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, die Konzentrationslager hat es gegeben. Natürlich. Die Massenvernichtung in dem Sinne, wie wir sie jetzt eigentlich kennen, nicht. Was ist denn dann in den Lagern passiert? Ja, also Auschwitz war ganz einfach ein ganz großes Industriekombinat. Und die haben da für die Rüstungsindustrie ganz wertvolle Arbeit geleistet. Das heißt, die Häftlinge, die da drin waren, waren da auch zurecht drin? Ja, das hat ja sogar Nolte festgestellt. Wenn Sie von der Haager Landkriegsordnung ausgehen, dann hat jeder Staat im Falle des Krieges das Recht, die Angehörigen seines Gegners, die in seinem Land leben, zu internieren, weil die Gefahr besteht, dass die Spionage leisten. Das haben alle gemacht. Also zum Beispiel mein einer Onkel war gerade in Indien, da waren die Engländer, der wurde dort interniert. Der Bruder meiner Mutter war in Amerika, wurde dort interniert. Das haben die alle gemacht. Und das haben die Russen auch gemacht natürlich, muss man dann sagen. Das heißt, vor dem Hintergrund sagen Sie, dass das, was in Auschwitz passiert ist, richtig war? Na, richtig ist eigentlich... Es war gesetzlich nicht angreifbar, sagen wir es mal so. Ob ich das richtig finde, dass man Menschen, aber ich meine, meine Abiturklasse war auch im Einsatz bei der Rüstungsindustrie und wir mussten auch ich habe zum Beispiel Munitionskisten gestrichen und so weiter. Also das waren ja nicht nur, wir waren ja alle im Kriegseinsatz, vor allem im letzten Jahr, nicht? Das war ja kein Sonderfall und wir hatten alle sehr wenig zu essen und alle kaum was anzuziehen, vor allem keine Schuhe. Keine passenden, weil bei jungen Menschen ja die Füße wachsen. Nicht? Die wurden immer vorne abgeschnitten, die Kappen. Ich würde gerne auf die Standard- und Kommandaturbefehle kommen. Ja, die sind also wirklich umwerfend. Auch für mich waren sie das, als ich die zum ersten Mal dann richtig gelesen habe. Weil diese Einzelheiten, also zum Beispiel das mit der Ernährung, das steht ja hier nicht drin, das steht in so einem Sonderbefehl. Die haben tatsächlich denen empfohlen,
was wir mühsam in Kochkursen da oben gemacht haben, das Gemüse nicht tot zu kochen, sondern nur die Hälfte richtig weich zu kochen und den anderen Anteil möglichst nur ganz kurz dämpfen zu lassen, weil dann die Vitamine besser erhalten bleiben. Und dann haben sie ihnen gesagt, sie müssen draußen Wildkräuter sammeln und was, um das roh noch darüber zu tun, statt Petersilie sozusagen. Und dass sie eine kräftige, dicke, keine dünne Wassersuppe, sondern sie müssten eine dicke Suppe machen. Und wenn der Koch das nicht schafft, dann müsste er abgesetzt werden und ein anderer Koch eingesetzt werden. Um solche Dinge haben die sich gekümmert. Mitten im Krieg. Also ist doch unwahrscheinlich. Welche Erkenntnis ziehen Sie aus diesen Standort und Kommentaren? Ja, also ich ziehe die Erkenntnis daraus, dass ich hier den letzten, noch vielleicht ausstehenden Beweis dafür habe, dass Auschwitz kein Vernichtungslager, sondern ein Arbeitslager war, in dem alle Kräfte, die dort waren, eigentlich unentbehrlich für die Rüstungsindustrie waren. Das wird ja hier ganz deutlich gesagt, nicht? Das heißt, es hat keine Massenvernichtung in Auschwitz gegeben? Nein, man kann nicht gleichzeitig Rüstungsarbeiter haben wollen und sie vernichten. Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Und noch weniger passt es, wenn man die hinterher fragt, wollt ihr euch befreien lassen oder wollt ihr mit uns ins Reich gehen? Dann sagt, nein, wir gehen lieber mit unseren Mördern. Also das ist schizophren. Was haben Sie gedacht, als Sie das zum ersten Mal gelesen haben? Ja, da war ich schon ziemlich erstaunt, dass das so deutlich hieraus zu entnehmen ist. Ich hatte bisher vornehmen, dass es ein Arbeitslager ist. Das haben nämlich alte Leute früher immer gesagt. Und dann fielen alle über sie her. Und die hatten alle recht. Das ist das Peinliche. Nicht? Ist da von Gaskammern die Rede? Nein, überhaupt nicht. Und bei den Reichsbefehlen, den Entschlüsselten auch nicht. Wie erklären Sie sich, dass da die Gaskammern nicht erwähnt werden? Weil es keine gab, natürlich. Man kann doch nicht erwähnen, was es nicht gab. Warum wollen Sie denn festhalten an den Gaskammern, wenn man das liest, was also da beschrieben wird? Vor allen Dingen, ich finde es auch eine Anmaßung der jetzt Lebenden, es besser wissen zu wollen, als die, die damals das erlebt haben. Und die damals, die sagen nämlich alle, diese alten Angeklagten, sowas haben wir da nicht gesehen. Aber wir wissen viel besser, wie es da war. Wissen wir auch viel besser, wie es im Dritten Reich war, als die, die da gelebt haben. Das ist der Manko. Und das ist eben die fehlende Selbstkritik der heute Redenden. Das ist ja eben das, was eben so erstaunlich ist. Und was das heißt, Sie schließen auch daraus, dass es keine Gaskammern erwähnt sind, dass es sie in dem KZ Auschwitz-Birkenau auch nicht gegeben hat. Nein, das brauchen Sie doch nicht nur, das haben wir doch vorhin schon gesagt. Das hängt doch auch damit zusammen, dass man mit Zyklon B das überhaupt nicht machen kann. Das geht nicht. Und ich meine, wir leben doch eigentlich in einer naturwissenschaftlichen Zeit. Da müssen wir doch die Fachleute hören. Und wenn der Rudolf, der Chemiker, sagt, das geht nicht, und jedes Chemielexikon sagt das auch, und wenn der Leuchter, der einzige Fachmann für Gaskammern, weil es in Amerika noch Staaten gibt, die Menschen damit zu Tode bringen, sich das anguckt, was ihm hier gezeigt wird und sagt, also das ist ja völlig absurd. Man kann einen einzigen in einem hermetisch abgeschlossenen, hochkomplizierten technischen Gebilde in der und der Zeit, dann passt das alles nicht. Und ich bin nicht bereit, den Juristen abzunehmen, dass sie es besser wissen. Und ich nehme an, das werden die anderen Menschen auch nicht. Aber deswegen hat man dieses Buch ja auch nicht beworben. Man hat es doch nicht beworben. Was sind die Punkte, die Sie besonders bewegt haben? 7. Februar 1944, die Häftlingstransporte. Ja, okay. Das finde ich sehr erstaunlich. Soll ich das hier vorlesen? Also ich kann es ja nur zusammenfassend sagen. Dass, wo also befohlen wird, dass erstmal der Lagerarzt sie alle untersuchen muss, bevor sie zum Transport gehen. Dann, wie der Transportwagen beschaffen sein muss. Wenn es kalt ist, muss er dick mit Stroh gepolstert werden. Und es muss ein Ofen drin stehen und es muss vor allen Dingen, das hätten unsere Leute so gerne gehabt, abgekochtes Wasser oder Tee drin sein. Und was ausdrücklich gesagt wird, genügend Verpflegung mitnehmen. Die Transporte können durch Bombenangriffe verzögert werden, damit dann nicht Hungersnot eintritt. Unsere Leute kriegten 7 Tage überhaupt nichts zu essen. Naja, also das ist sehr eindrucksvoll und dann ist auch sehr eindrucksvoll hier, wo nochmal aufgezählt wird, wie Kranke behandelt werden. Es gab ja, also das Rote Kreuz, ich meine, es war das Rote Kreuz, die haben ja auch immer in Auschwitz inspiziert und die haben ja eine sehr moderne Klinik da festgestellt. Und um die Kranken wurde sich sehr bekümmert, damit sie möglichst schnell wieder gesund wurden.
und auch von der Diät, dass sie die Diät denen dann aber natürlich nur innerhalb dieses Krankentraktes zu geben hätten. Und dass der Zustand der Bekleidung laufend überwacht werden muss, besonders das Schuhzeug, das stimmt. Und dann eben könnten fleißige Häftlinge auch Erleichterungen, also die haben sogar Rekordzuschläge bekommen, oder das könnte so ihre fleißige Tätigkeit belohnt werden, dass sie früher entlassen wurden. Gab es auch. Da steht hier alles drin. Glauben Sie, dass es auch passiert? Das nehme ich an. Ob das nachher noch in letzter Zeit, welches Jahr ist das hier? Auch 44 im Februar. Ob das nach Ende 44 möglich war, bezweifle ich. Aber in der Fußnote steht zu diesem Punkt, dass kein Häftling erlangte wegen fleißigen Arbeitens die Freiheit. Trotz wiederholter Anweisungen des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamts behielt der Gedanke der Verwahrung und Bestrafung der Konzentrationslagerinsassen Vorrang vor der Effizienz des Arbeitseinsatzes. Sprich, da wird ja dann gesagt, woher will der betreffende Kommentator das merken? Ich habe den Eindruck, das erinnert an das Vorwort, was auch völlig an der Sache vorbeigeht. Nicht? Also da würde ich sofort fragen, woher weißt du das denn? Wenn der Befehl das Gegenteil sagt, wieso kannst du heute lebender Mensch einfach das Gegenteil behaupten? Dann muss er mir das beweisen, bitte. Wir sind zu gutgläubig. Wir glauben alles, was die heute sagen. Wenn jemand sagt, das und das habe ich erlebt, dann kann ich nicht einfach behaupten, das Gegenteil. Da muss ich es nachweisen. Also vor allen Dingen, Sie kennen doch diese ganzen Otto Uth genannt und Enric Marco und wie die Leute heißen, die da uns alle angelogen haben. Am Anfang mussten sie 2 Stunden Mittagspause einhalten und um 17 Uhr schon Abendpause machen. Und in der Pause musste der Einsatzleiter dafür sorgen, dass sie nicht irgendwelche zusätzlichen Aufträge dann bekamen. Also das, weil man sich erstmal die Nahrung besser ausnutzt, wenn man danach ruht, und zum anderen wird man nur dann arbeitsfähig. Also diese Schlafanweisung, der hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Was schließen Sie daraus? Die wollten gute Arbeiter haben. Komischerweise wird ja auch irgendwo gesagt, dass die Juden sehr gute Uhrmacher darunter gab, die dann an Spezialstätten geschickt wurden. Habe ich auch nicht gewusst, dass die Juden besonders gute Uhrmacher waren. Naja, also was Merkwürdiges liest man hier oder Erstaunliches. Fußappelle der Häftlinge, ja, neben Auslager. Dreimal bei den Häftlingen Fußappell abzuhalten, um sich von Fußverletzungen und Sauberkeit der Häftlinge zu überzeugen. Ja, sie legten eben, aber wegen dieser schrecklichen Typhusepidemie, mussten sie auch ungeheuer viel Wert auf die Hygiene legen. Und deswegen musste das eben eingehalten werden. Und die Haare wurden nicht nur bei den Inhaftierten, sondern auch bei den SS-Leuten abgeschoren, weil die Läuse sich da am meisten reinsetzen. Und sie wurden ja dieser Typhusepidemie gar nicht richtig Herr. Und ich habe, war das hier drin? Irgendwo habe ich gelesen, da sagen sie, die wären von außen in das Lager eingeschleppt worden. Die Inhaftierten, die hätten keine Läuse gehabt. Das kann ich natürlich nicht nachprüfen, das kann ich nur übernehmen. Also zusätzlich zu den bisher genannten ist natürlich wirklich bemerkenswert, wo es hier heißt, unter der Überschrift Häftlingsmisshandlung: Bei dieser Gelegenheit mache ich nochmals ausdrücklich auf den bestehenden Befehl aufmerksam, dass kein SS-Mann Hand an einen Häftling legen darf. Im 5. Kriegsjahr ist alles daran zu setzen, die Arbeitskraft der Häftlinge zu erhalten. Vergeht sich ein Häftling, so ist Meldung zu erstatten. Also das darf der nicht selber machen. Und deswegen sagte ich ja vorhin, und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass auch strenge Bestrafungen der SS-Leute, die sich an solche Befehle nicht hielten, erfolgten. Und man kann also... Also was ziehen Sie da für einen Schluss raus? Also vor dem Hintergrund, dass im KZ Auschwitz-Birkenau die Menschen misshandelt worden sind und dass man sie dann im Endeffekt auch umgebracht hat. Wahrscheinlich das Gleiche, wie was die Engländer und Amerikaner gemacht haben, als sie hier nach Deutschland kamen, haben sie ein Flugblatt verteilt, um schreckliche Gräuel den Soldaten mitzuteilen, die die Deutschen gemacht haben sollten, weil die Soldaten so entsetzt waren über diese zerstörten deutschen Städte. Und um denen verständlich zu machen, dass das rechtens war, haben sie da diese Flugblätter verteilt mit den schlimmsten Gräueltaten, die sie aber gar nicht bei den Deutschen gefunden hatten. Die haben sich ausgedacht. Das hat ja der Sefton Delmer auch gesagt. Nicht? Und hier ist es genauso. Alles wird verdreht und ins Gegenteil verkehrt. Und
Leider muss man ja sagen, dass eben sehr vieles, zum Beispiel was die deutschen Kriegsgefangenen auf den Rheinwiesen oder in den Gulags in Russland erlebt haben, das haben sie uns angelastet. Um davon sich, und das haben die Russen ja auch gesagt. Also die, das war ja die bolschewistisch wirklich also verseuchte Armee, die ja also Vergewaltigung der Frauen geradezu empfohlen hat. Bei uns stand darauf Todesstrafe. Wir hatten zwei gute Freunde von meinem, einer von meinem Mann und einem von meinem Vater, die in ihren Kompanien nachgewiesen einen Mann hatten, der eine Polin oder Russin vergewaltigt hatte. Und die mussten sie dem Kriegsgericht überantworten, obwohl sie eigentlich jeden Mann im Krieg brauchten, genau wissend, dass der hingerichtet würde. Und das hat sie ihr Leben lang belastet. Aber so streng war das eben. Warum haben diese Standortbefehle in Ihren Augen eine höchste unabhängige Glaubwürdigkeit? Ja, weil die original sind. Und weil sie sich auch decken mit den entschlüsselten, durch die Enigma entschlüsselten Reichsbefehlen. Das ist also kein Sonderfall. Das ergänzt sich gegenseitig. Es ergänzt sich auch mit den Erzählungen derer, die das alles erlebt haben. Und insofern ist das die letzte Bestätigung, die noch gefehlt hat. Wenn das so umwerfende Dokumente sind, warum hat sich das nicht herumgesprochen? Das können Sie sich selber beantworten. Weil man es nicht wünscht. Wer? Diese ganzen Sachen veranlasst haben. Warum hat man es dann veröffentlicht? Weil man, ja, man fühlt, das ist es eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Es gibt überall solche und solche. Es gibt auch in diesen Instituten, der Brostzack zum Beispiel war ja auch so einer, der dann nachher gesagt hat, im ganzen Altreich gab es keine Vergasung. Authentisch vom Institut für Zeitgeschichte, nicht? Und nachdem man vorher auch jahrzehntelang gesagt hatte, die gab es überall. Und das ist eben, man versucht, das, was man Negatives gemacht hat, auf den anderen, den man besiegt hat, zu schieben. Und der Sieger schreibt immer die Geschichte. Und dies hat man, dann da waren eben doch dann Leute, die sagten, wir müssen das veröffentlichen. Wir können das eher als Institut für Zeitgeschichte nicht unter Verschluss halten. Aber es wird eben nicht besprochen. Und so hat das da 10 Jahre irgendwo gedämmert. Könnte es sein, dass die Verantwortlichen, die auch diese Befehle geschrieben haben, bewusst den Aspekt der Vernichtung der Häftlings, der Lagerinsassen ausgespart haben, um keine Beweise für die Nachwelt sozusagen das ist doch völlig irreal, mitten im Krieg in Lauf zu bringen? Völlig, völlig irreal, diese Frage. Wo es mitten im Krieg, die darum kämpften, überhaupt zu überleben und die Arbeitsergebnisse auch zu erzielen, die man ihnen abverlangte, haben die bestimmt nicht 5 Minuten für sowas Zeit gehabt. Und auch das war unvorstellbar, sowas. Man dachte doch immer noch, man sieht. Man hat doch erst sehr spät angefangen, das zu bezweifeln. Dieses Buch ist ja schon seit einiger Zeit öffentlich. Es ist 2000 herausgegeben. Ja. Aber es ist erst 2013 in das Bewusstsein einiger Historiker gelangt. Bis dahin war es tot. Warum? Tja, weil man es verschlossen hat. Eigentlich hätte ja Norbert Frey als Herausgeber sagen müssen, hier die Geschichte muss umgeschrieben werden, zumindest die Geschichte des Holocaust. Das sagen Sie, er hätte sagen müssen, aber Sie wissen doch, dass alle Deutschen Angst haben. Da war es noch nicht, ich würde sogar ihm Recht geben und sagen, da waren noch nicht die ganzen Prozesse geführt, da waren noch nicht so viele Sachen ans Tageslicht gekommen, so viele Widersprüche 2000 wie heute. Insofern ist die Rücksichtnahme auf die eigene Karriere und das eigene Schicksal damals wirklich sehr viel gravierender gewesen als heute. Heute kann man mehr sagen, weil inzwischen mehr Widersprüche offenkundig sind. Das war damals noch nicht möglich, würde ich Herrn Frey zubilligen, dass die alle 5 hier gesagt haben, aber wir lassen das verschwinden, wir besprechen das nicht. Wir müssen das machen, weil wir eben Historiker sind und das Institut für Zeitgeschichte solche Aufgaben hat, aber wir versuchen es nicht zu veröffentlichen. Und es hat ja auch keiner besprochen. Haben Sie jemals mit Professor Frey als Herausgeber? Nein, mit den kenne ich auch nicht. Ich habe nur mal mit Nolte zu tun gehabt. Kommandaturbefehle gesprochen? Nein. Warum nicht? Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Naja, man könnte weil ich den auch gar nicht kenne. Ich habe mit Post gesprochen und mit Scheil. Naja, und aber mit wenn Sie Nolte. Das als Beleg nehmen, also als letztes Puzzlestück für aber die Nicht-Existenz des Holocaust, dann könnte man ja mal nachfragen, warum er das gemacht hat. Warum er das ja herausgegeben hat und ob seine Interpretation genauso ist wie die ihrige.
Wenn er mutig ist, würde sie so sein. Wenn er nicht mutig ist, wird er versuchen, das abzubiegen, wie in der Einleitung. Das ist ganz eindeutig. Worauf läuft die Einleitung hinaus? Ja, die Einleitung, die versucht krampfhaft, aber es ist eben wirklich sehr krampfhaft und sehr offenkundig, dass es falsch ist, doch noch irgendwo was zu finden, dass da jemand vergasen, sagen sie glaube ich nicht, aber ermordet worden wäre. Ein größeres Kontingent. Aber das ist nicht stichhaltig, was da in der Einleitung steht. Das kann man ganz schnell widerlegen. Was glauben Sie, wird er bestätigen, dass man anhand der Standard- und Kommandaturbefehle den Holocaust in der bisher bekannten Form in Frage stellen kann? Kann ich nicht zu sagen. Ich kenne ihn ja nicht. Weiß nicht, wie mutig der Mensch ist. Kann ich nicht sagen. Er wird ja möglicherweise sagen, die Befehle muss man im Kontext sehen. Die beziehen sich auf einzelne Bereiche im Konzentrationslager. Das sind Teillager, die da beschrieben worden sind, gerade die bei den Aspekten, die Sie gerade genannt haben. Ja, aber das Ganze war doch ein riesiges Rüstungskombinat. Da waren doch ganz viele Rüstungsbetriebe. Es wurde ja auch mal in einem Fernsehen ein Film gezeigt von einer Frau, die da als Sekretärin gearbeitet hat. Die hat natürlich auch gesagt, sowas habe ich nie gesehen. Ich musste die Liste für die Bordelle führen und sowas machen. Es wird immer von denen, die da waren, etwas ganz anderes gesagt. Und wir versuchen nun, das in Einklang zu bringen mit dem, was wir 50 Jahre lang in der Schule gelernt haben. Das ist unser Problem. Und das ist natürlich sehr schwer. Vor allem, da muss man sagen, Lehrer und Eltern haben mich belogen. Das ist bitter. Das ist bitter. Was bedeutet das denn für die Geschichte? Wenn jetzt die Judenvernichtung war ja im Grunde genommen, wenn man es, wie wir es gelernt haben, ein Teil der Ideologie des Nationalsozialismus. Was bedeutet das für die Geschichte, wenn die Konzentrationslager und die Massenvernichtung der Juden gar nicht stattgefunden hat? Also ich glaube, da gibt es inzwischen ja wirklich genügend Untersuchungen. Es ging nicht um die Vernichtung, es ging um die Ausgliederung aus Deutschland. Und zwar aufgrund der Erfahrung mit zwei Weltkriegen, wo die also Hitler wusste ganz genau, dass das schon seit dem 19. Jahrhundert festgelegt war, Deutschland kaputt zu machen. Und wir kannten doch diese Aussagen von Morgenthau und Neisser und wie die alle hießen. Also das besagt letzten Endes, Hitler wollte Deutschland frei haben von dieser Jüdischkeit. Er hat ja, die haben ja auch gesagt, wer Juden ist, bestimme ich. Also wenn die zum Christentum übergetreten waren oder wenn die, waren ja sehr viele sehr beliebte und angesehene Kinderärzte, sogar im Militär. Der Milch war ja auch Halbjude, nicht? Und blieb ja trotzdem im Militär. Also vernichten stimmt nicht. Aussiedeln stimmt. Das wollten aber die Zionisten selber. Und insofern haben die eben zusammengearbeitet. Die Zionisten wollten einen Staat haben. 1897 war dieser große jüdische Kongress, wo dann der Herzl das vorgestellt hat. Und deswegen haben die dann zusammengearbeitet. Die hatten das gleiche Ziel. Die einen wollten den Staat und die wollten vor allen Dingen die deutschen Juden haben, weil das die klügsten waren. Die Bankiers, das heißt die ganz reichen Bankiers wollten sie nicht haben, sagt Herzl. Aber die waren Techniker, Ingenieure und so weiter und die wollten sie haben. Und Hitler wollte sie loswerden, also passte das ganz gut zusammen. Aber das heißt nicht, um sie zu vernichten. Wenn Sie sagen, die Massenvernichtung hat es so nicht gegeben, dann hat es dieses Verbrechen ja auch nicht gegeben. Das heißt, nur Verbrechen, sonst hätte ich ja nicht gesagt, dass vier Lagerleiter für ein SS-Gericht. Es hat immer auch Verbrechen gegeben, aber das war nicht das Ziel. Das heißt aber, Hitler war jetzt nicht der größte Verbrecher der Geschichte. Ach so. Das wird sich auch schon noch herausstellen, dass das nicht stimmt. Hitler war kein Verbrecher. Jetzt ist Putin ja der größte Verbrecher. Aber Hitler war damals kein Verbrecher. Also ich würde überhaupt wissen, das sind solche Festnagelungen, würde ich sehr vorsichtig sein. Naja, wenn Sie sagen, dass die Massenvernichtung nicht stattgefunden hat. Es gab keinen Befehl zur Vernichtung. Aber Hitler wird ja nicht nur das vorgeworfen, der soll ja noch sehr viel anderes oder hat auch noch sicher sehr viel anderes gemacht. Aber einen Menschen einen Verbrecher zu nennen, das widerstrebt mir. Weil ich weiß, in jedem Menschen ist ein göttlicher Funke und der muss angesprochen werden. Und wenn ich ihn festnagele, du bist ein Verbrecher, dann kann der nur erstickt werden, der göttliche. Also das würde ich nie machen. Würde ich von keinem Menschen sagen. Muss die Figur Hitler da auch neu betrachtet werden? Also dazu kann ich vor allen Dingen etwas sagen. Die Betrachtungsweise, die wir gegenwärtig haben, steht schon im völligen Widerspruch zu der Betrachtungsweise, wie sie noch von einem Fest, Joachim Fest, von einem Maser und so weiter in ihren dicken Büchern in den 70er oder 60er Jahren
gegeben worden ist. Fest sagt, Hitler war für 10 Jahre das Bewegungszentrum der Welt. Das ist ja nicht gerade negativ. Und wenn Sie die Lloyd George und die Engländer lesen, die hier zum Teil heimlich nach Deutschland kamen, um festzustellen in den 30er Jahren, was passiert denn hier eigentlich? Die haben also unwahrscheinlich positiv über Hitler gesprochen. Und das haben sie auch veröffentlicht, Hans Grimm zum Beispiel. Und so wie er heute dargestellt wird, mit größerem Abstand von dieser Zeit, wird alles immer negativer für die Deutschen. Und wissen Sie warum? Weil die Angst haben, dass wieder ein Wechsel kommen könnte. Und dass man die Lüge enttarnt. Das ist der einzige Grund. Warum machen Sie jetzt mit, sogar die Anne Frank wird jetzt wieder aus dem Schuhfach geholt, obwohl das nun wirklich nachgewiesen ist in allen möglichen Prozessen, dass das eine Fälschung ist, nicht? Sie sagen, Hitler war kein Verbrecher. Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, ich würde von keinem Menschen sagen, er ist ein Verbrecher. Der Mensch hat die unterschiedlichsten Möglichkeiten, sich zu entfalten. Und wenn ich die Äußerung lese aus der Zeit, dann war er eine große Bedeutung für die Weltgeschichte. Da kommen wir nämlich zu der vierten Ebene in der Geschichtsbetrachtung. Warum erscheinen solche Menschen? Hitler hat ja immer von der Vorsehung gesprochen, der er sich sozusagen verantwortlich fühlte. Und er fühlte sich beauftragt. Und das können Sie doch dann nicht als Verbrecher bezeichnen. Ja, haben ja. Sie denn in der Schule nicht noch auch anderes gelernt, was Hitler an schlimmen Sachen gemacht hat? Nur die Juden? Ja, er hat auch viele andere noch umgebracht. Ja. Wird man, lernt man. Also er hat ja, ist ja quasi verantwortlich gewesen für den großen Weltkrieg der Geschichte. Ja, das wird auch den Kindern beigebracht. Ja. Mhm. Aber das ist so nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist aber nun ziemlich deutlich. Also wir brauchen dann nicht noch mal so lange zu warten wie bei dem Clark, dass von den Schlafwandlern nicht und dass die Deutschen den Ersten Weltkrieg nicht zu verantworten haben. Das werden sie schneller rausfinden, dass sie den Zweiten auch nicht zu verantworten haben. Da werden sie nicht noch mal so lange brauchen. Das ist ja jetzt schon bei vielen. Sogar der, wie heißt er denn, Haffner sagt, Sebastian Haffner, der Zweite Weltkrieg hat in Versailles angefangen. Versailles ist die Ursache des Zweiten Weltkrieges, aber doch nicht Hitler. Jeder Mensch ist wechselnd. Hitler hat sehr viel Positives gemacht, was sehr viel bedeutende Leute anerkannt haben. Lesen Sie mal die Biografie von Fest und von Maser. Und es wird ihm sehr viel untergeschoben, was er nicht gemacht hat. Aber er ist ein Mensch mit Höhen. Zum Beispiel die Massenvernichtung. Ja, ein Mensch mit Höhen und Tiefen und so weiter. Und mein Mann hat immer gesagt, er hat ihn ja persönlich kennengelernt, wurde immer gedrängt, schreiben Sie doch eine Biografie über Hitler oder ein Buch über Hitler. Und hat er immer gesagt, das ist eine so schwierige Persönlichkeit. Und es gibt so, das ist die über die meiste Literatur, die Persönlichkeit, über die es die meisten Biografien etc. gibt, die müsste ich dann ja alle lesen. Das überlasse ich Nachkommen in 100 Jahren. Jetzt können wir immer nur was Falsches sagen. Und das würde ich auch beanspruchen. Wenn Sie den Holocaust in Frage stellen, 70 Jahre danach, ist das nicht ein Schlag ins Gesicht der Angehörigen, der Opfer und vor allem der Überlebenden? Ich finde, der Schlag ins Gesicht der Menschen sind diejenigen, die Bücher geschrieben haben, die durch die Schulen getingelt sind und erzählt haben von ihren Leiden in Konzentrationslagern, ohne jemals dort gewesen zu sein. Und das gilt anscheinend auch noch für Elie Wiesel. Da arbeiten Sie ja jetzt dran, seine Biografie aufzuarbeiten. Aber waren Sie mal in einem Konzentrationslager? Wie bitte? Waren Sie mal in einem Konzentrationslager? Da kann ich nicht, nein, ich war ja noch zu jung, war erst 17. Aber auch Sie sagen natürlich, Aber gucken Sie mal. Konzentrationslager hat es in der bekannten Form nicht gegeben. Ich sage, Konzentrationslager hat es gegeben, da sind auch Scheußlichkeiten passiert, aber Sie konnten jedenfalls aus, es geht ja vor allen Dingen immer um Auschwitz, ja. Das ist ja das Symbol. Aber das war ein Arbeitslager. Das war ein Arbeitslager und das bestätigen die Kommandanturbefehle und dass keine 6 Millionen umgebracht worden sind. Das bestätigt schon die Abnahme der Tafel von Auschwitz und das bestätigt vor allen Dingen mein ohne Ergebnis verlaufender Versuch, das herauszufinden. Wirklich, also ich habe ja alle gefragt. Kein einziger konnte mir sagen, wo die 6 Millionen umgebracht sind. Und dann muss man doch den Mut haben zu sagen, es war eine Lüge. Oder man muss eben sagen, da und da, entweder oder. Aber das ist ja Aufgabe der anderen, nicht meine Aufgabe. Ich kann nur die Frage deutlich machen. Gleichzeitig ist gerade jetzt in diesen Tagen, wo der 70. Jahrestag
des Kriegsendes. Ist da wieder überall davon. Ist natürlich gerade großes Thema und es gibt viele, viele Überlebende, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, an den Holocaust zu erinnern oder auch zu sagen, hier vergesst nicht, was da Schlimmes passiert ist. Ja, da kann aber wenn Sie sagen, den Holocaust hat es in der Form gar nicht gegeben, ist das nicht eine Ohrfeige für diese Menschen? Nein, die Ohrfeige können Sie auch dann da sehen. Es wird 70 Jahre, nicht nur nach dem Ende des Krieges, nicht nur nach der Befreiung von Auschwitz, sondern der Vertreibung von 15 Millionen Deutschen aus ihrer angestammten Heimat. Mit der nachgewiesenen Ermordung von 2,5 Millionen, wahrscheinlich aber noch viel mehr. Das wird mit keinem Wort erwähnt. Das ist doch eigentlich, könnte ich dann sagen, die Frage stellen. Wieso das da nicht? Wieso nur das? Diese Bilder von den Leichenbergen im KZ Auschwitz. In Bergen-Belsen. Denn Auschwitz kann es sie nicht gegeben haben, denn die Leute sind ja mit denen weggezogen, der Mehrheit. Und die anderen haben sich befreien lassen. Und wenn Sie die Bilder sehen, die sehen doch ganz normal aus. Aber wo in Bergen-Belsen kommen die denn her, diese Bilder? Ach, kennen Sie nicht die Leichenberge von unseren zerstörten Städten? Von Hamburg, von Pforzheim, von Hildesheim, von Dresden. Die wurden dahin gebracht. Braucht man doch gar nicht dahin zu bringen. Man macht die Leichenberge, nimmt man auf und wir kennen doch das Zusammenstückeln von Bildern. Das ist doch gar keine Kunst. Ein junger Mann hat sich überall gefunden. In Dresden, in da. Es war immer derselbe Junge. Das wissen wir alles. Man muss es nur lesen. Die Leichenberge von Bergen-Belsen, die sind auch sicher echt. Aber warum sind die entstanden? Die haben doch nichts mit dem Konzern, sondern die haben damit etwas zu tun, dass alle Zuwege zerbombt waren, dass die keine Lebensmittel, keine Medikamente und nichts mehr bekamen. Der Direktor von diesem Lager ist verzweifelt zu den Bauern gegangen, aber die hatten ja alle selbst kaum noch was zu essen. Immerhin 45 war das im Mai. Und dann sind die Engländer gekommen und haben riesige Mengen an Ölsardinen denen zur Verfügung gestellt. Und ich weiß das so genau, weil ein guter Freund von uns einen Schwager hat, der dabei war und der hat das erzählt. Und das vertrugen diese ausgemergelten Menschen nicht. Die sind da alle an Ruhr und sonst was dann eingegangen. Und als sie dann lagen die da. War ja auch keiner mehr da, der sie beisetzen konnte. Aber das kann man nicht als Ergebnis von den Deutschen sagen. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist, wissen Sie, diese Lügerei, können wir uns nicht vorstellen. Ich auch. Fällt mir ungeheuer schwer, mir vorzustellen, dass ein Mensch so lügen kann, wie man uns belogen hat. Aber man hat uns so belogen. Wenn man heute das noch... Das heißt, diese ganzen ausgemergelten Menschen, die Bilder von den ausgemergelten Menschen... Die haben Menschen, andere Gründe. Die Leichenberge in Dachau, in Buchenwald, in Theresienstadt, in Auschwitz, die waren... Wo kommen die denn her? Ich habe Ihnen doch gesagt, wo die herkommen. Und außerdem, am Ende des Krieges waren wir doch alle, meine Mutter wog noch 90 Pfund. Wir waren doch alle so ausgemergelt. Das heißt, diese schrecklichen Bilder von den armen Menschen sozusagen waren kein Ergebnis dessen, was die Deutschen ihnen im Lager angerichtet haben? Die waren nicht das Ergebnis, oder in jedem Fall nicht das Ziel, aber die waren das Ergebnis des Krieges. Gucken Sie mal, wenn Sie überhaupt keine richtigen Verkehrsstruktur mehr haben, wenn alles kaputt ist. Die Brücken waren kaputt. Man konnte ja fast überhaupt nicht fahren. Mein Fahrrad konnte man noch fahren, aber sonst kaum was. Ja, dann konnten die auch nicht mehr verseucht werden. Natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz sind sie doch schon das Ergebnis dessen, wie die Deutschen sie in den Lagern behandelt haben. Nein, sie sind ein Ergebnis, wie die Feinde Deutschland behandelt haben, wie sie Deutschland völlig zerbombt haben. Das können sich die Leute heute ja auch nicht vorstellen. Glauben Sie, dass Sie die Mehrheit der Deutschen davon überzeugen können, dass der Holocaust in der Form nicht stattgefunden hat, dass es ihn nicht gegeben hat? Also die Mehrheit der denkenden Deutschen, habe ich jetzt schon den Eindruck, hat so viel Widersprüche erlebt, dass sie zumindest sehr zweifelt. Und sehr viele, auch gerade Handwerker und so weiter, weil die eben bodenständige Menschen sind, die sagen, das kann so gar nicht stimmen. Das nehme ich an. Was kann nicht stimmen? Mit diesen Vergaskammern und so weiter, also alles diese technischen Sachen, das verstehen ja die Handwerker besser als wir, nicht? Und die sagen, das kann so gar nicht stimmen. Und dann im Krieg, die waren ja alle im Krieg, die Alten, wir haben das doch erlebt, was wir alles nicht hatten. Und da können die doch nicht, wie viele Menschen müssen die denn dann abgestellt haben, um das zu betreiben? Das geht doch gar nicht. Naja gut, aber ob die Menschen alle dahin kommen, ich fürchte ja. Das wird nämlich nicht gerade sehr angenehm werden für die Menschen. Warum ist es Ihrer Auffassung wichtig,
der nächsten Generation Zweifel an der Historizität des Holocaust mit weiterzugeben, mitzugeben. Ja, die müssen umsonst bis in alle Ewigkeit darunter leiden. Tun sie ja auch, wird ihnen ja auch gesagt. Dieser Schuldkomplex wird so tief verwurzelt und vor allen Dingen dann auch die Forderung. Nicht? Noch U-Boote schenken, noch das machen und so weiter. Das wird ja alles begründet mit wir, mit unserer Vergangenheit. Das haben Sie ja sicher auch schon oft gehört. Und das vor allen Dingen, wissen Sie, das Allerschlimmste ist, die Juden wollen das selber nicht. Die machen uns jetzt den Vorwurf, dass wir sowas machen. Lesen Sie mal diesen offenen Brief von dem Meyer Margalit. Nach dem Besuch der Kanzlerin und ihrer Rede in der Knesset, die er selber gehört hat, dann müssen wir noch mehr an uns selber verzweifeln. Die werfen uns das jetzt vor, dass wir das machen. Und wir müssen da, und also ich kann mir das nicht vorstellen, dass denkende Menschen das noch lange mitmachen. Welche Veranstaltung machen Sie so, um die Idee, mach ich ja gar oder, nicht. Oder wo treten Sie auf, wie versuchen Sie das an die Jugend weiterzugeben? Ich mache überhaupt nichts von mir aus. Ich werde gefragt zu allen möglichen Themen, nicht nur dazu. Ja. Und wer kommt da so, was sind das für Leute? Ach, ganz unterschiedlich, alte und junge gemischt, aber sehr viel auch junge. Die Jungen wollen aber am liebsten immer hören, was Sie am Anfang mich gefragt haben vom Dritten Reich. Das interessiert die am meisten. Sind das dann vor allen Dingen NPD-Mitglieder? Das glaube ich nicht. Nein, nein, das würde ich nicht sagen. Die NPD ist ja bei den Jungen nicht sehr angesehen. Habe ich den Eindruck jedenfalls. Aber vielleicht liegt das an denen, kann ich nicht generell sagen. Aber jedenfalls, die mich einladen, würde ich sagen, nein, sind nicht hauptsächlich NPD. Sind eher kritisch. Die wollen aber deutsch sein. Das ist es eben. Und auch deutsch sein ist ja heute faschistisch. Das ist das Problem. Es musste wahrscheinlich, aber da bin ich noch nicht am Ende in meinem Denken, warum dieses Geschehen oder dieser Gegensatz Juden, Deutsche so stark und warum dieser Hass der Juden, warum musste das geschehen? Das ist mir noch völlig unklar. Aber vielleicht schaffe ich das noch. Der Hass der Juden auf die Deutschen? Ja. Weil ich habe noch nie von irgendeinem anderen Volk so hasserfüllte Äußerungen über ein drittes Volk gelesen wie bei den Juden. Warum? Der größer war als der Hass der Deutschen auf die Juden? Ja, der ist viel später, der Hass der Deutschen. Die Juden sind viel früher. Und es ist, naja, Sie brauchen ja nur den Talmud zu lesen. Da habe ich ja alle 12 Bände in der autorisierten letzten Übersetzung und Ausgabe 2002. Die haben wir uns nämlich angeschafft mit Horst Mahler, weil wir die kursierenden Aussagen aus dem Talmud prüfen wollten, ob die stimmen. Und vor allen Dingen mit einer autorisierten Ausgabe. Und also ich kann das nicht mehr als 3 Seiten lesen, dann wird mir übel. So widerlich ist das, was da auch über Sexualität und so weiter alles drinsteht, dass man schon mit einem 3-jährigen Kind das machen kann und. Wissen Sie, das ist so uns fremd. Da will ich mich auch nicht reindenken. Als letzte Frage möchte ich Sie fragen, wo Sie gerade nochmal Herrn Mahler erwähnt haben. Die Dinge, die Sie sagen, an die Sie glauben, sprich insbesondere die Tatsache, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat, wie Sie sagen, könnte Sie natürlich ins Gefängnis bringen. Ja, bitte, dann muss ich das in Kauf nehmen, wenn die Leute das für besser halten, ihre Meinung. Das wissen Sie, ich bin alt, ich habe ein langes Leben gehabt, habe ein schönes Leben gehabt, wie ich Ihnen erzählt habe. Das ist dann eben der Preis, den man dafür bezahlen muss. Ich denke immer an Schiller, Wallensteins Lager. Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd und das endet und setzet ihr nicht das Leben ein. Nie wird euch das Leben gewonnen sein. Ganz einfach. Das muss die Devise sein. Man muss auch bereit sein, das hat Nero übrigens auch zu den Kurden gesagt, wenn man bereit ist, den Preis für die Freiheit zu zahlen, dann kann man kein Volk unfrei halten. Es geht um den Preis, den man bereit ist zu zahlen.